In der Klinik am Südring soll ein kleiner Fußballer heute großes Chaos stiften. Denn das Verhalten des Jungen bringt nicht nur seinen Stiefvater in Erklärungsnot, sondern auch seine schwangere Mama und das ungeborene Geschwisterchen in Gefahr. Ja? Hast du den kleinen Jungen gesehen, mit dem ich draußen Fußball gespielt habe, der ist aber einfach weg. Wie, der ist jetzt weg? Nee, der ist aber nicht in die Notaufnahme. Was ist los, Tom, wo ist Ben? Ja, er hat den Ball hier reingeschossen, ich habe ihn rausgeholt, er kommt zurück nach draußen und der ist einfach weg. Also hier ist kein kleiner Junge, der ist eben direkt wieder draußen. Das kann doch nicht sein, wo ist der? Ich weiß es nicht, der ist einfach weggerannt, ich finde ihn nicht mehr wieder. Müssen wir den suchen? Noch bevor der vermisste Junge gesucht werden kann, versetzt ein Sturz seiner im sechsten Monat schwangeren Mutter das Team der Ambulanz in den Alarmmodus. Drehen Sie sich erstmal nur passiert. Auf die Seite. So, bleiben Sie mal so. Einmal von dem Bauch runter. So. Nehmen Sie bitte einmal die. Sind Sie auf den Kopf gestürzt, aber ordentlich. Ja. Okay. Oh Gott. Nehmen Sie so, die einmal. Was ist passiert? Ja, sie ist genau und lag auf dem Bauch, ne? Und auf der Seite hier. Und voll auf die Kante mal rein, hier. Ne? Stürze in der Schwangerschaft bedeuten immer Gefahr und können schlimmstenfalls Frühgeburten auslösen. Umso wichtiger ist es, schnellstmöglich herauszufinden, wie schwer Patientin Sina verletzt ist und vor allem, ob es ihrem ungeborenen Kind gut geht. Können Sie mir sagen, was eben passiert ist? Sind Sie gestolpert oder? Unser Sohn ist weggelaufen und wir haben den gesucht und dann wurde mir auf einmal so ganz schwarz vor Augen und dann bin ich umgekippt und bin irgendwie, glaube ich, gegen den Bordstein mit meinem Kopf. Wo tut's denn jetzt überall weh? Handgelenk tut mir weh. Mhm. Und mein Kopf. Ich habe schon Angst, dass jetzt auch was ist mit dem Baby. Da könnten wir im Anschluss auch noch eine gynäkologische Untersuchung machen, eine CTG. Ich gleich mal an. Ich guck mir mal den Kopf an. Ich guck mal, ob das über die Jacke geht. Das ist jetzt hier so eine typische Kopfplatzwunde an der Orbiterkante. Ja, okay, 160 zu 90. Der Blutdruck ist ein bisschen hoch. Ja, gucken Sie mal auf meine Nasenspitze. So. Ja, Lichtreaktion ist aber formt regelrecht. Wie ist es denn jetzt? Sie waren also gestützt, weil empfindlich, wa? Ja, haben Sie jetzt Kopfschmerzen? Ja, schon. Wenn ich hier so drauf klopfe? Oh ja, ich habe so einen richtigen Brummschädel. Ah, okay. Und Übelkeit? Nee, das jetzt nicht. Und Schwindel auch nicht mehr? Oder? Nee, geht auch nicht. Wieder. Frau Rogas hatte als Grund für den Sturz Schwindel angegeben. Da es für Schwindel jedoch viele Gründe geben könnte, habe ich mir erstmal mehr Sorgen gemacht um ihr Handgelenk. Es musste also ausgeschlossen werden, dass es dort zu einer knöchernen Verletzung gekommen war. Und vor allem wollte ich natürlich sicherstellen, dass dem ungeborenen Kind bei dem Sturz nichts passiert war. Und das stand jetzt im Vordergrund. Jetzt mache ich mir aber schon Sorgen um mein Baby. Genau, da machen wir noch eine gynäkologische Untersuchung. Hier fürs Handgelenk werden wir um Röntgenbild nicht drumherum kommen. Aber ne, da wird der Bauch abgeschirmt. Das ist kein Problem. Was ist jetzt mit Ben? Wer sucht jetzt Ben? Wer ist Ben? Ben ist mein Ziehsohn und der ist für den weggelaufen. Wir haben draußen Fußball gespielt und der ist dann einfach weg gewesen auf einmal. Der läuft doch nicht einfach so weg. Habt ihr gestritten oder? Nein, es war alles in Ordnung. Wir haben Spaß gehabt, er hat gelacht. Dann hat er den Fußball aus Versehen vorne reingeschossen und dann kam ich wieder zurück, hab den Ball geholt und dann war er weg. Ja, dann also ich den suchen. Oder ich gehe auch suchen. Nee, Sie gehen jetzt erstmal nicht suchen. Sie bleiben erstmal hier. Die Angst der Patientin um ihr Ungeborenes konnte ich sehr gut nachvollziehen. Immerhin kann ein Sturz zu einer Plazentaablösung und damit zu einer Frühgeburt führen. Und auch die Angst um ihren 5-jährigen kleinen Sohn konnte ich gut nachvollziehen. Aber der Gesundheitszustand der Patientin sollte sich leider noch massiv verschlechtern. Auch die Sorge um Ausreißer Ben wird zunehmend größer. Bis gynäkologisch geklärt ist, ob Sinas ungeborenes Baby bei dem schweren Sturz womöglich Schaden genommen hat, widmet sich Dr. Reiter einer High-Heels-Trägerin mit blutigem Problem. Ich arbeite als Messerhaus-Test und muss den ganzen Tag auf hohen Schuhen rumlaufen. Verstehe. Und dann bin ich nach der Arbeit einfach froh, die mal endlich ausziehen zu können. Und dann bin ich barfuß gelaufen. Und ja. Dann habe ich das ganze Blut im Schuh gesehen und keine Ahnung, wie das passieren konnte. Okay, also Sie wissen gar nicht richtig, warum da jetzt Blut rauskommt. Ja, dann lese ich am besten mal hin. Meine zweite Patientin, Frau Wemke, hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Nachdem sie stundenlang
gezwungen war, hochhackige Schuhe anzuziehen aufgrund ihres Berufs, hat sie dann nach Feierabend direkt die hochhackigen Schuhe ausgezogen und wollte barfuß laufen, um die Füße wieder zu entlasten. So, also, da steckt tatsächlich was drin hier. Zähne zusammenbeißen. Und ja, jetzt haben wir es gleich. Da ist hier so ein Glassplitter. Okay, okay, den habe ich. Ja. Geht es? Ja, also, es geht. Das war wirklich hier so ein großes Stück Glas. Aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ist jetzt auch zersplittert. Oh, ein bisschen so lassen. Tetanusschutz haben Sie? Mhm. Ja? Okay. Nee, wir machen das richtig schön sauber. Und dann reicht es aber, wenn wir da ein Klecks Jodsalbe drauf machen. Und ein Verband ist. Okay. Ist ja hier hinten zum Glück eine dicke Hornhaut. Mhm. Ne? Das heißt, da wird der Splitter jetzt nicht tief reingegangen sein. Aber trotzdem ist natürlich wichtig, dass sich das nicht entzündet. Ja, ich wundere mich, dass ich das gar nicht bemerkt habe, dass ich in so einen Glassplitter getreten bin. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben den ganzen Tag diese hochhackigen Schuhe getragen. Ne? Wahrscheinlich haben Ihnen dann die Füße schon so wehgetan, dass Sie diese Schmerzen jetzt gar nicht mehr wahrgenommen haben. Ja. Und das heißt, das ist so das Standardschuhwerk, weil das Ihr Hauptjob ist. Genau. Ja, okay. Dann wäre es ja günstig, wenn Sie nach der Arbeit versuchen, wirklich barfuß zu laufen, wie Sie das gemacht haben. Oder zumindest großzügiges, passendes Schuhwerk, was bequem ist. Denn wenn Sie jetzt noch weitere Jahre mit hochhackigen Schuhen laufen, dann kann das zu enormen Fehlstellungen führen am Fuß. Okay. Ja. Bei der natürlichen Abrollbewegung des unbekleideten Fußes kommt es zu einer gleichmäßigen Gewichtsbelastung. Erst auf die kräftige Ferse, dann den Mittelfuß, danach den Vorfuß. Wenn wir Schuhwerk tragen, bei dem die Absätze sehr hoch sind, führt dies zu einer ungesunden Gewichtsbelastung des Mittel- und vor allem des Vorfußes. Und wenn Sie das über Jahre machen, kommt es durch die Fehlbelastung am Mittelfuß dazu, dass hier der erste und der zweite Mittelfußknochen langsam auseinandergedrängt werden. Okay. Und dann entsteht hier so ein Hallux Valgus, ne, so eine Fehlstellung. Dann gibt es hier so einen Ballen. Mhm. Das wäre die Gefahr, wenn Sie jetzt jahrzehntelang auf so hohen Schuhen laufen. Das gibt dann Fehlstellungen und noch andere Probleme. Deswegen da die Empfehlung, das wirklich nur so kurz wie möglich zu machen. Aber wenn Sie es beruflich natürlich nicht anders machen können, dann zumindest in der Freizeit. Gut, vielen Dank für die Tipps. Ja. Sonst droht die Arthrose in jungen Jahren schon. Ne? Während Messehostess Kati verstärkt auf Fußgesundheit achten will, durchlebt die schwangere Sina gerade ihren schlimmsten Albtraum. Denn ihr erst 5-jähriger Sohn Ben ist nach wie vor verschwunden. Doch zumindest gesundheitlich gibt es Entwarnung. So, Frau Rogers, ich habe gute Nachrichten. Die gynäkologische Kollegin hat mir ja schon gesagt, dass alles in Ordnung ist, hat sie Ihnen ja eben auch gesagt. Ne? Gott sei Dank. Und in den Röntgenbildern haben wir jetzt auch keine Hinweise dafür, dass am knöchernen Skelett irgendeine Verletzung entstanden ist. Das heißt, das ist dann nur eine Prellung. Oh, Gott sei Dank. Ja. Das ist schon mal gut. Der Herr Albers ist hier. Läuft der rein? Ach so, ja. Ja, oder? Oh Gott, hast du Ben? Nein, ich bin draußen rumgelaufen. Ich habe überall geguckt und ich habe ihn nicht gefunden. Ich weiß nicht. Das ist sein Teddy. Oh, nein, wo ist der denn? Oh Gott. Haben Sie ihn nicht gefunden? Nein, ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh nein, und jetzt liegt da auch noch sein Teddy. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Kommt das denn häufiger vor, dass er wegläuft? Ist er schon mal weggegangen? Nein, der würde niemals weglaufen. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Entschuldigung. Ja. Oh Gott, mein Ex-Freund. Also ich geh mal kurz ran. Ja, Noah? Oh Gott. Ben ist bei Noah. Ja. Gott sei Dank. Ja. Gefunden, stand der vor deiner Tür, oder wie? Oh Gott sei Dank, wir haben den überall gesucht. Oh Gott, jetzt bin ich aber erleichtert. Was? Bist du dir sicher? Ist es dein Ernst? Mit welcher Frau? Ja, okay, danke. Ich lege jetzt auf.
Was soll das, Tom? Ja, brauchst gar nicht so blöd gucken. Noah hat mir gerade gesagt, dass er dich immer mit einer Frau sieht. Wie, mit einer Frau? Wie mit einer Frau? Meinst du, der erfindet das, oder was? Du triffst dich öfters mit einer Frau, der hat dich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Was soll das? Ich weiß gar nicht. Wie, ich weiß gar nicht? Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Was ist los? Geht's ihm wieder schlecht? Ja, mir ist schon wieder ganz schwarz. Dem Schwindel als Sturzursache hatte ich ja nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Patientin aber jetzt erneut über Schwindel klagte, in Verbindung mit Herzrasen und Blutdruckerhöhung, galt es dringend herauszufinden, ob sich dahinter vielleicht eine Schwangerschaftskomplikation versteckte. Wie kannst du mir das antun? Ich bin schwanger von dir und du betrügst mich hier. Ich habe mich so in dir getäuscht. Ich betrüge dich doch nicht. Natürlich betrügst du mich. Meinst du, Noah erfindet sowas? Nein, aber es ist, wir bekommen ein Kind. Ich betrüge dich doch nicht. Das will ich doch niemals machen. Aber der hat dich doch gesehen mit der Frau. Natürlich betrügst du mich. Was ist? Warum triffst du dich dann mit der? Das ich betrüge dich doch nicht. Reg dich doch nicht auf. Na, okay. Nicht aufregen. Was du mit mir machst. Jetzt sind wir wieder da. Das ist erstmal das Wichtigste, okay? Also, denken Sie erstmal daran. Also wir machen es jetzt so, Sie werden stationär aufgenommen aus der inneren Abteilung. Und dann machen wir die weiteren Untersuchungen. Ich glaube, wir gehen jetzt am besten raus, dass sie sich ein bisschen beruhigen kann. Ich betrüge dich wirklich nicht, ja, ich liebe dich doch. Genau, ja, geh besser raus. So, geh hier einfach. Vielleicht warten Sie draußen. Ich rede dann mal mit, mit dem internistischen Kollegen schon mal, okay, dass der Bescheid weiß. Mhm. Obwohl Patientin Sina erleichtert ist, dass es ihrem ungeborenen Baby gut geht und Söhnchen Ben bei seinem leiblichen Vater in Sicherheit ist, stellt die 31-Jährige ihre gesamte Zukunft in Frage. Die Schwangere weiß nicht mehr, ob sie ihrem Lebensgefährten und angehenden Kindsvater Tom überhaupt vertrauen kann. Ja, körperlich geht's mir gut, aber wenn ich dich sehe, ganz ehrlich, dann ich könnte schon wieder total wütend werden. Du triffst dich mit irgendwelchen Frauen. Und jetzt kannst du mir nicht mal sagen, mit wem? Mit wem triffst du dich denn? Ja, also du weißt doch, ne, mit deinem Sohn. Also ja, du weißt, ich lieb dich, ne? Also ich krieg aber irgendwie keinen Bezug zu deinem Sohn. Und wir wollen doch eine Patchwork-Familie sein. Und die Frau, mit der ich mich treffe, ist meine Psychologin. Wie Psychologin? Wegen uns beiden oder was? Du weißt doch, dass wir sind gerade zusammengezogen und ich krieg keinen Bezug zu ihm. Er lässt mich irgendwie einfach nicht an sich ran und ja gut, es ist auch eine schwierige Situation für ihr, für die Kinder, ne? Ist ja einfach so. Ja, das stimmt schon. Also das Problem ist einfach, dass Ben ist ja bei meinem Ex-Mann oft. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der ihm halt irgendwie so die Hoffnung gibt, dass wir nochmal zusammenkommen, Noah und ich. Und ich glaube, deswegen tut sich Ben noch so drauf fixieren, dass ich und sein Papa wieder zusammenkommen. Und deswegen akzeptiert er ihn, glaube ich, sehr schlecht. Ich fand das schon toll, dass der Herr Albers sich bemüht hat, mit dem kleinen Ben ein besseres Verhältnis zu bekommen, einen besseren Draht zu ihm zu bekommen. Ja, er hat sich einfach Hilfe geholt, aber anstattdessen hätte er besser mit seiner Freundin gesprochen, denn dann wäre das Problem mit dem Ex-Mann nicht aufgetaucht. Also du triffst dich wirklich mit keiner anderen, nur mit der Psychologin, ja? Nein, natürlich nicht. Ja. Ich lieb dich doch. Ja gut, wenn der Junge beeinflusst wird, ne, dann ist es ja doppelt so schwer für ihn. Ja. Ich hab die Laborwerte. Aber wenn Sie natürlich da den Verdacht haben, dass da der Ex-Partner noch irgendwie ein Problem darstellen könnte, was zwischen ihnen steht, dann wäre es natürlich sinnvoll, den mal darauf anzusprechen. Ja, ne? Sonst also haben sie überhaupt keine Chance. Ja, ich werde mit dem reden. Das geht ja nicht. Wir werden auch nicht mehr zusammenkommen. Ich meine, ich liebe Tom. Ich bin schwanger von Tom. Und das ist also auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt gerade hier die Laborwerte noch warm aus dem Drucker bekommen. Und so wie das aussieht, haben sie tatsächlich eine subakute Schilddrüsenentzündung. Oh Gott, das heißt. Und ja, das ist dann auch mit einer Überfunktion verbunden. Oh Gott. Und das erklärt dann, warum sie einen erhöhten Puls haben und einen erhöhten Blutdruck. Bei der subakuten Thyreoiditis, also einer Schilddrüsenentzündung, kommt es bei etwa der Hälfte der Patienten zu Bluthochdruck und Herzrasen. Obwohl der Verlauf nur mehrere Monate dauert und eine gute Prognose hat, auch ohne Medikamente, besteht die Behandlung meist aus der Gabe von entzündungshemmenden Schmerzmitteln. In schweren Fällen gibt man zusätzlich auch noch kortisonhaltige Präparate. Nach einer Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus und erfolgreich behandelter Schilddrüsenentzündung verlief Sinas restliche Schwangerschaft ohne Komplikationen.
Wenige Monate später krönte Töchterchen Nala die Liebe zu Lebensgefährte Tom. Obendrein versteht sich Sohnemann Ben inzwischen bestens mit seinem Stiefpapa.